Und da bin ich auch schon wieder zurück. Hier bei Resident Evil. Ich habe mir zwischen den Folgen gefühlt, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Ich bin jetzt einfach in so einer Grundhorrorstimmung. Ich habe mir noch zweimal in die Hosen geschissen. Ich wollte bloß, dass ihr das wisst. Ich dachte, ihr habt da einfach ein Recht drauf, das zu erfahren. Oh, jetzt ist der Türgriff kaputt. Jetzt kann ich da wirklich nicht mehr durch. Na, das ist ja doof. Naja, oben war ja auch noch ein Weg. Ich muss bloß immer wieder gucken, wie ich laufen muss. Okay. War jetzt hier rum, ne? Jo. Dann hier hinten durch die Tür. Dann kommen wir wieder in den Hauptraum. Gleich. So, die Richtung stimmt. Rüstungsschlüssel haben wir noch immer nicht. Jo, das ist die richtige Tür. Ich will bloß keine falsche Tür nehmen, weil ja, sonst haben wir immer diese Zwischensequenz und die dauert ja immer ein bisschen. Ne, ich muss das ja hier nicht unbedingt noch in die Länge ziehen. Ich brauche ja schon lang genug. So, da würde ich nämlich gern rein und praktisch im Westen diese eine Treppe runtergehen. Oder macht das Sinn? Ich glaube ja. Weil ich nur über diese Treppe in einen Bereich im Erdgeschoss komme, der mir sonst aktuell noch verwehrt bleibt, wegen Schlüssel und so. Aber das kriegen wir hin. Früher oder später, vielleicht. Also wahrscheinlich nicht. So. Ach nee, ich hätte doch eine Tür weiter gemusst. Hier komme ich nämlich bestimmt auch noch nicht durch, oder? Ach doch. Krass. Wo komme ich denn hier hin? Oh, das war die Tür. Komme ich dann durch die andere Tür auch? Bestimmt nicht, oder? Dann ist die hier doch bestimmt noch zu. Von der anderen Seite verschlossen, genau. Ja, der Weg hier ginge auch. Aber wäre halt umständlich. Wobei. Ach komm. Wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann nehmen wir doch einfach den Weg. So, kurz gucken. Hier müsste ich eigentlich durch diese Tür. War die vorher auch schon offen? Ich dachte, die war zu. Ja, aber genau hier wollte ich sein. Also muss ich, glaube ich. Helmsymbol. Ich wollte nämlich auch mal hier die Treppe runter. Da unten war ich noch nicht. Ich sag zwar immer wollte, aber ich bin ganz ehrlich, mit wollen hat das hier alles nichts zu tun. So, hier müsste ich reinkommen. In diesem kleinen Flur ist auch nichts mehr versteckt. Außer vielleicht ein Zombie. Das weiß ich nicht, ob der da auch mit angezeigt wird. Oh, noch eine Truhe. Wie schön. Kampfmesser, blauer Edelstein. Was? Warte mal. Okay, egal auf welche Box ich zugreife, da ist immer dasselbe drin. So, der Raum ist auch grün, das heißt, hier ist wohl ganz offensichtlich sonst nichts versteckt. Okay, wir haben also zwei Orte, wo wir speichern können. Wo wir das da machen, ist anscheinend auch egal. Weil in beiden Kisten ist dasselbe drin. Nämlich alles, was wir da reingepackt haben. Was ist das denn?
Also hier im Pfeiler mitten im Flur finde ich schon irgendwie dumm. Okay, nur Putzmittel. Oh Gott, die Fenster. Diese Fenster haben selten was Gutes zu bedeuten. Hab ich noch einen alten... Ich habe keine alten Schlüssel mehr, oder? Hab ich... Ich glaube nicht, dass ich noch einen alten Schlüssel habe. Wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, die habe ich... Man ist, glaube ich, schon ein paar Stunden tot. Wenn der seit ein paar Stunden tot ist, heißt das, dass er vielleicht demnächst wieder aufsteht. Okay, ich habe leider keine... keine alten Schlüssel mehr. Da müssen wir mal welche finden. Nach Möglichkeit. So, bevor der hier wieder aufsteht, kann ich den nicht anzünden jetzt mit Kerosin? Ich würde das voll gerne mal ausprobieren. Jo, kann ich machen. Aber warte, jetzt habe ich das Kerosin wieder dabei. Das will ich eigentlich nicht, weil wegen Dings, ne? Wegen Inventar. Dann war nicht so viel Platz. Dann packe ich das doch mal schnell wieder weg. Was es hier mit dem Symbol auf sich hat, weiß ich jetzt ehrlich gesagt immer noch nicht. Ist in diesem Symbol vielleicht irgendwie ein Schlüssel drin? Und ich war einfach nur doof und habe das die ganze Zeit nicht kapiert. Warum kann ich dieses Symbol sonst mitnehmen? Ich sehe da sonst halt keinen Sinn. So, die beiden Türen kann ich noch nicht öffnen. Hier komme ich dementsprechend auch nicht rein, weil die Türen ja noch zu sind. Ich käme aber, so wie es ausschaut, hier hin. Fragt sich jetzt bloß, ob das Sinn macht. Und so oder so, ich muss die Treppe hoch. So, und jetzt, wo muss ich jetzt lang, wenn ich oben bin? Vielleicht mal hier hin? Ich glaube, da war ich noch nicht. Nee, da war ich noch nicht. Dann schauen wir da als erstes. So, die Maus mal wieder aus dem Bild, die brauchen wir sowieso nicht. Gut. Hier. So, die Richtung stimmt. Hey, warum? Jetzt schieß doch! Toll, der ist ja auch noch schnell. Ich brauche irgendwo Platz. Hier habe ich Platz. Und im Spiegel müsste ich ihn sehen. Oha. Habe ich... Oh, ich habe gerade keine Kräuter dabei. Alter Schwede. Da habe ich mich wohl ein bisschen zu sicher gefühlt. Zum Glück sind hier Kräuter. Huiuiui. Ich nehme erstmal bloß eins, vielleicht reicht das ja. So, dann bin ich auch wieder gesund. Ich habe nämlich auch keinen Dolch mehr, so wie es ausschaut. Ich hoffe, da finde ich nochmal einen. Oder auch zwei.
Oder irgendwas anderes Sinnvolles. Achso, nee, warte mal, das war der. Hier war, nee, hier war ich schon. Ich hätte den Schlüssel wirklich gern. Aber wenn ich den nehme, kommen hier die Wände näher. Was haben wir denn hier? Helmsymbol. Wir brauchen halt auf jeden Fall dieses Helmsymbol. Ich darf den noch nicht nehmen. Das würde ich nicht überleben. Weil dann fährt der hier sofort vor. Und ich habe nicht genug Zeit zu reagieren. Ich meine, unsere Münze schaut vom Prinzip halt so aus, ne? Als würde die da reinpassen, aber ich habe die gerade eh nicht dabei. Und bevor ich das probiere, würde ich speichern. Aber ich würde es gerne ausprobieren, ich glaube. Das könnte funktionieren, aber irgendwas muss es doch hiermit auch noch auf sich haben. Inschrift. Der Tod ist erst der Anfang. Ja. Klar. Für die Zombies schon, aber ganz ehrlich, für mich ist jetzt so als Lebender der Tod erstmal das Ende. Wow! Wo kommst du denn her? Hallo, stirb doch bitte! Alter! Ich glaube, jetzt sterbe ich. Ah. Oh Mann. Alter, okay. Zum Glück sind da hinten Pflanzen. Ich muss noch mal was essen. Alter, was er für Klauen hat. Junge, 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 Junge. So, die nehme ich natürlich sehr gern mit. So. Halbwegs sicher, aber noch nicht 100 pro. Was ist das für eine Tür? Wo komme ich hier hin? Ich hätte vielleicht erst auf der Karte schauen sollen. Aus Sicherheitsgründen. Ach so, diese Treppe also. Wo ich nochmal... Ach komm, ich nehme jetzt auch gleich beide Pflanzen mit. Eine esse ich gleich. Eine nehme ich auf Vorrat mit. Dann haben wir nämlich den Raum auch abgeschlossen. Denke ich. So, wir sind wieder gesund. Damit ist das hier abgeschlossen. Sehr gut. Ich will hier raus. Und ich frage mich auch immer noch, wo zum Teufel sind unsere Kollegen? Die wollten hier die Lage sichern. Habe ich das Kerosin wieder weggelegt? Ich sollte den hier anzünden. Früher oder später müsste der eigentlich auch wieder auferstehen. Wenn man es mal genau nimmt. Der müsste eigentlich auch wiederkommen. So, gefühlt ist die Uhr jetzt noch lauter. Wenn die beiden einander... Sonst habe ich dafür nichts dabei. Was blöde ist, ich erkenne halt die Uhr auch gar nicht. Oh, das ist doch das Bild.
dass dahinter eine Tür ist. Kann ich das Bild abfackeln? Okay, Versuch war es wert. So, wir haben jetzt auch nur noch insgesamt ein Magazin. Also 15 Schuss. Ja, langsam wird es ein bisschen kritisch. Ist hier sonst irgendwas versteckt? Ich glaube nicht. Ich habe halt keine Ahnung, was es jetzt mit diesem komischen Symbol auf sich hat. War da nicht eine Tür, wo es hieß, dass das Symbol der Familie darin eingeprägt ist? Vielleicht kriege ich die Tür damit auf. Wobei, ich meine, es ist ein Holzschild. Also kein Schlüssel. Zur Haustür rausgehen ist übrigens auch eine ganz schlechte Idee. Das habe ich vorhin mal ausprobiert. Kommen sofort diese ekelhaften Hunde. Von daher lasse ich das mal lieber. Wo war denn dieses eine Zimmer? Was ist das hier? Das heißt, hier ist eigentlich eine Geheimtür. Hier so. Ich muss es ausprobieren. Ich muss einfach mal schauen. Das Blöde ist, jetzt habe ich natürlich keine von den alten Schlüsseln mehr. Jetzt, wo ich sie bräuchte. So, hier muss doch eigentlich was sein. Ein düsteres Gemälde des Hauses. Kann ich das anzünden? Nein. Vermutlich nur in Verbindung mit Kerosin. Ich sollte das Kerosinzeug vielleicht doch einfach mal mitnehmen. Und ich brauche mehr alte Schlüssel. So, hier die Hunde, die haben wir hinter uns. Ich glaube nicht, dass da jetzt nochmal welche kommen. Was heißt glauben? Ich hoffe es halt einfach. Weil wenn es eins gibt, wo ich sehr empfindlich bin, dann ist es Jumpscare. So, dafür haben wir den einen Schlüssel verschwendet. Was war hier? Also hier war das Badezimmer, da ist aber sonst nichts. Gut, dann können wir... Ich kann ja hier nochmal schauen. Da ist nichts, oder? Nee. Dann haben wir das wirklich durch. Gut, müsste eigentlich auch auf der Karte stehen, dass es durch ist. Jo. Hier draußen haben wir aber anscheinend noch nicht alles durch. Die Frage ist, will ich da überhaupt alles durchhaben? Also gefühlt ja, aber ich habe Angst. Also nee, hier haben wir nicht alles durch, weil hier die Pflänzchen sind. Wow! Schieß doch! Bitte! Alter! Ich schwöre bei Gott, ich drücke die ganze Zeit schießen. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Wie viel verlieren wir? Oh, toll. Ich hab da doch... Alter, ich hab noch ein komplettes Magazin. Scheißköter. Ich wollte eigentlich nicht so oft sterben. Und ich weiß jetzt natürlich auch nicht, was haben wir seit dem letzten Mal speichern gemacht? Abstellraum im Ostflügel. An Angst stirbt man nicht. Aber... Oh, wenn ich hier bin, dann ist es schlecht. Und genau... Ja, vom Prinzip zumindest genau pünktlich. Ach, so ein Kack.
Weißt du was, dieses blöde Scheißwappen, ich brauch's auch sowieso nicht. Das bleibt erstmal hier. Ob ich den Hausschlüssel brauche, weiß ich gerade nicht. Das könnte mal hier bleiben. Hatten wir da nicht noch welche auf Vorrat? Ich meine, wir können auf jeden Fall sehr viel lagern. Wahrscheinlich können wir wirklich alle Pflanzen holen. Ich kann nicht mal mit der Maus dieses Scrollrad nach oben ziehen. Super, die Maus ist eigentlich völlig für den Arsch, außer zum Abdrücken. Habe ich nur noch 5 Farbbänder? So, na gut. Ich würde sagen, das kriegen wir hin. Ich nehme aber den Treibstoff mit. Ja, cool. Passt ja perfekt. Ist sowieso folgend. Wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe, bis dahin läuft das wieder. Und tschüssikowski. Ciao.